Ja, Leute, Zuschauer und Abonnenten, willkommen zu Metro Last Light. Ich hab's mir jetzt aufgesaugt. Tja, kann schon früher spielen. Und, ja. Wir fangen jetzt dort an, wo Artyom davor aufgehört hat. Mit dem bösen Ende. Und, ja. So geht's halt weiter. Wenn ich euch mehr spoilere, dann habt ihr vom Spiel nichts. So, neues Spiel, genau. Ranger-Modus, empfohlen für Metro-Neulinge. Original. Ne, Original-Modus. Ich will mal Original. Nochmal. Die Schwarzen kamen viel später. Aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen. Riesige, albtraumhafte Kreaturen, die selbst den größten Menschen überragten. Unheimlich wie ein Mensch, der von innen nach außen gekehrt wurde. Monster, die geboren wurden, um uns zu vernichten. Es hieß, sie seien unglaublich stark und übernatürlich böse. Und dass sie mit ihren bloßen Pranken einen Menschen in Stücke reißen konnten. Das sind alles Lügen. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Tja, jetzt sind wir. Müssten wir in dem Militärbunker A6 sein. Dort geht's jetzt weiter. Dort hier. Tja, ich habe früher in der Nähe gewohnt. Vor dem Krieg meine ich da oben. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte, meine Familie anzurufen, kam aber nicht durch. Was für eine... Was ist passiert? Scheiße! Frage ich mich auch, was war das? Hä? Scheiße! Scheiße! Schwarz. Was passiert hier? Frag mich nicht das. Nein, das ist keine Schwarze, oder? Das ist jetzt. Der knallt die eigenen ab. Hier. Das sind dann wohl die bekannten telekinesischen Tricks, die drauf haben. Jetzt habe ich die eigenen Leute getötet. Na toll. Und da ist einer. Artyom, wach auf, Artyom! Ich bin's, Karl! Albträume, was? Kein Wunder, nach allem, was du durchgemacht hast. Hör zu, ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig! Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Khan! Wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Raus! Sofort! Ja, Ullmann, einen Moment. Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Khan, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden! Das ist eine geheime Basis. Du dürftest nicht einmal hier sein. Ich bringe dich zu Oberst Miller. Folge mir, Artyom. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Windbeutel. Ich kannte einmal einen Raucher. Das letzte Jahr seines Lebens musste ja, er ja. Ein kleines Loch in seiner Kehle. Geheim, und er kommt trotzdem hier rein. Unser Feuerzeug. Von Metro 2033. Damit hatte man auch viel Spaß. So. Anscheinend wurde jetzt die Schleichpassagen besser gemacht. Man kann sie jetzt wirklich schleichen. Sie wird nicht sofort erkannt. Kurz was einstellen. Kurzen Cut bis gleich.
so kann weitergehen. Die ganzen Textschirme ausgestellt. Die waren ein bisschen nervig. Müsste schon zugeben. Der eher alles Deutsch zu sein. Sieh dir diese zwei Anfänger an. Armselig. Kein Wunder, dass der Oberst befohlen hat, die Übungszeit zu verdoppeln. Sieht so aus, ja, die trainieren da ganz schön eifrig. So, die Grafik sieht mal wieder gut aus, ich spiele auch hoch. Ja. Ich auch sehr hoch, brauche ich eine neue Graka oder. Ja. Hoffentlich macht es euch nicht so viel aus. Wie ich gehört habe, bist du jetzt ein Ranger. Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber jetzt rüsten wir dich erstmal aus. Also gut. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Es ist zwar schon 20 Jahre her, aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus, aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Ja klar, ohne Filter. Jetzt die Medipacks. Tja, was soll ich sagen? Alles, was du zum Überleben cool brauchst. In einer tollen, orangefarbenen Packung. Hier ist dein Vorschuss für diesen Monat. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen bezahlt wirst. Klar kannst du die als gewöhnliche Munition verwenden, um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst sie auch verwahren, um neue Waffen, Zubehör, normale Mun oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. Ja, das weiß ich. Klar, die darf man nicht verkaufen. Halt den Tabulator gedrückt und das Auswählen für Waffen aufsucht. So. In Ordnung. Jetzt zu den haben sie auch verändert. Suchen wir dir ein paar Women aus. Nimm die, die du möchtest und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Okay. Wo soll ich denn mir aussuchen? Ranger führen in der Regel bis zu drei Waffen mit sich, Artyom. Und welche? Das ist ganz allein deine Entscheidung. So, dann wie will ich hier eine Waffe aus? So, jetzt, was haben wir denn hier? Einmal ein Gewehr. Das Gewehr, okay. Eine AK. Die kennen wir auch schon. Was haben wir hier? Ah, die MP, okay. Rommelschrotflinte oder ein Colt. Ich bin dann für die AK. Gute Wahl. Die Kalasch ist das Arbeitswert im Arsenal eines Rangers. Jo, so. Oh. Kann ich noch eine zweite mitnehmen? Geringes Gewicht und vollautomatisch. Du kannst die Patronen im Magazin sehen, aber das Ding überhitzt schnell und ist verdammt ungenau. Eine Pistole kann man. Also gut, Arthur. Geh zu meiner Schießbahn und probiere diese Waffen aus. Komm wieder, wenn du eine andere Waffe testen möchtest. Dann machen wir das mal, dann benutzen wir mal die neue Waffe. Hey, Arthur, alte Waffen, sorry. Probier mal die anderen Waffen aus, die du ausgesucht hast. 1, 2, 3 durchswitchen. Okay. Probiere mitten auf die Brust der normalen Attraktion. Getroffen. So, jetzt wechseln wir zu der. Kennt er auch schon länger. Und den haben sie zu einem Ranger gemacht. Versuch nochmal. Schrecklich, ich soll nur die Brust. Oh. Jetzt schieß auf die Attrappe mit Rüstung. Bemerkst du den Unterschied? Du brauchst mehr Patronen, um die Rüstung zu durchdringen. Halte nach oben Ausschau, um zu sehen, wann du auf ein Ziel mit Rüstung schießt. Probier mal einen Kopf. Ja, dann kommen wir raus. Okay, jetzt ist ein kritischer Treffer. Hast du den Unterschied bemerkt? Das war sprich dir durch die Lautsprecheranlage. Du merkst, seht ihr das? Naja, dann nehmen wir die Muni mit und gehen zumindest aus Einsatzbesprechung. Niemals, die Basis ist sauber. Miller ruft die zumindest der Bereich, in dem wir große Versammlung. Das habt ihr überprüft. Aha. Scheint die Basis teilweise verseucht zu sein, bis auf den Teil hier. Du bist also ein Experte, was. Okay. Schenk diesem Clown keine Beachtung. Da haben wir unseren Kumpel. Eckhart, es geht. Hast du von Lesnitsky gehört? Wovon redest du? Frag mal die Wachen am Labor. Scheiße. Was zum Teufel hat er getan?
Dann öffne mal die Tür hier, dass wir raus können. Jetzt frage ich mich, wie die Welt sich allgemein hier in die Bunker da entwickelt hat und ausgefüllt, was sie jetzt aussieht. Waffen, Gold, mal schauen, das uns überraschen. Die hätten ihre Frauen und Sklaven geopfert, um ihren Herren selbst im Tod zu dienen. Erinnert mich an diesen Bunker. Lass den Scheiß! Die Sachen in D6 sind wie etwas, das ein Eroberer übers Grab hinaus mit sich genommen hat. Kalter Stahl, wilde Rösser und unermessliche Schätze. Natürlich sterben die Grabräuber immer auf schreckliche Art. Guck, das sieht ganz schön groß aus. Dämonen, Geistern, krasse Sache. Ihre eigenen getötet. Dann hörst du jetzt endlich auf, oder was? Da kann sie den Mauer nicht halten, der labert immer weiter. Ich habe gehört, dass Lesnitsky was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitsky war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitsky war weg. Scheiße! Und was seht ihr das? Sieht richtig cool aus, sie lehnt sich dagegen, der andere redet mit ihm. Mehr weiß ich nicht. Das hat mir immer schon am Metro gefallen. Die Leute richtig schön miteinander interagieren, auch wenn das geskriptet war, aber das sieht einfach nur Hammer aus. Wirkt einfach nur geil. Komischer Rauch. Wir können die Sex vielleicht kontrollieren, aber das ist wie eine verdammte Stadt hier unten. All diese Bunker, die Ecken, Risse und Ausgänge. Und auch ganz riesige, insbesondere die, die in der Nähe der Faschisten sind. Miller hat all unsere Männer zur Versammlung hier in der Basis befohlen. Hermann, bring diese Typen zu Miller. Die wurden zu ihm bestellt. Jawohl. In Ordnung. Rein da. Ich warte hier. Sobald ihr weg seid, spreche ich mit Miller. Okay, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin sage ich ciao und ja, Joker. Kommt rein. So. Der Oberst mag es nicht, wenn es...